Geschichten aus Ötz, das sind musikalische Hörspiele mit prominenter Besetzung. Ich bin's, Konstanze Lindner, und da ist das Vereinsheim Schwabing, das ist mein Wohnzimmer. Aber ich muss euch mal was vorstellen, ich mein absolutes Lieblingsprojekt. Geschichten aus dem Ötz. Edwin und der falsche Osterhase. Und ich bin aber nicht der falsche Osterhase, sondern ich bin der echte Osterhase, der einzig wahre Osterhase. Oh ja, und deswegen lege ich euch diese CD ans Herz. Ja, mit mir, bei eurem Stanzel. Moment mal, hier liegen ja die ganzen CDs mit den Hörspielen, auf denen ich ja teilweise drauf bin. Oder hier bin ich ja schon mal dabei. Silvester, der schwarze Kater aus Ötz, hat ein Problem. Eine Bande Wanderratten plündert die Vorräte der Dorfbewohner. Die Hausfrau Bertha will ihn ins Tierheim bringen, wenn er die Ratten nicht fängt. Wir sind ein super Team. Der Johann Engen, Tepton-Studio, Aufnahmetechniker und Musiker. Der arrangiert alle meine Lieder. Die Mine Costa hat 1000 Ideen, die sie alle mit einbringt. Und es ist immer lustig mit ihr. Und die Tochter Amelia und meine Tochter Maria Ramona.